Wenn du auf dieses Video geklickt hast, willst du wahrscheinlich besser werden in 1.9 PvP. Und dann bist du hier genau richtig. Denn ich bin auf dem größten deutschen Kit 1v1 Server, zurzeit Alltime Platz 2 und bald auf Platz 1. Und zudem habe ich als wahrscheinlich einziger Spieler in ganz Deutschland so viele verschiedene Arten von PvP gespielt und habe daher auch das verschiedenste Wissen über fast alle Game-Modi. Und zudem habe ich auch den größten 1.9 Plus PvP Discord in ganz Deutschland. Doch in diesem Video werde ich nur die Hauptspielmodi behandeln. Und so werden wir starten. Schwert-PvP plus Kombos, danach Axt-PvP, dann UAC, dann Crystal, dann Netherite Pot und danach sogar den Bogen. Um so gut zu werden, wird es einige Zeit dauern. Jedoch wenn du dieses Video guckst, wirst du einen großen Vorteil haben gegenüber den Spielern, welche überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen müssen. Daher bringe ich dir jetzt erstmal die Basics bei. In Minecraft gibt es drei Arten Gegner zu schlagen. Grind Hits, Creep Hits und Grits. Jede dieser Art hat ihre eigenen Vorteile und es kommt daher immer auf die Situation an, welche Art du verwenden solltest. Doch wie macht man welche Art, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Sprint Hits sind das einfachste und gleichzeitig das wichtigste bei Kombos. Um einem Gegner einen Sprint Hit zu geben, musst du W drücken und währenddessen sprinten. Wenn du die Einstellungen am Anfang befolgt hast, solltest du nur W drücken und automatisch sprinten. Daher drückst du einfach nur W und schlägst dann den Gegner. Direkt nachdem du den Gegner geschlagen hast, lässt du W los und wartest ungefähr eine halbe Sekunde. Dann drückst du wieder W und schlägst den Gegner erneut. Durch das Knockback, was der Gegner bekommt, wird er dich nicht zurückschlagen können. Was bedeutet, solange der Gegner kein S drückt oder wegrennt und du keinen Fehler machst, wird er dich niemals schlagen können. Und dann hast du auch schon deine Combo. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass du W immer loslässt, bevor du wieder schlägst. Denn sonst wirst du Sweep Hits machen, wozu wir jetzt kommen. Sweep Hits sind dagegen genau das Gegenteil von Sprint Hits. Und diese werden nur ausgeführt, wenn du nicht sprintest. Wenn du eine Combo machen möchtest, solltest du diese auf jeden Fall vermeiden, da es dir damit viel schwerer ist, eine Combo zu machen. Da Sweep Hits viel weniger Knockback geben als Sprint Hits. Jedoch genau das kann in einer anderen Situation, wo du keine Combo machen willst, zu deinem Vorteil werden. Zum Beispiel, wenn der Gegner wegrennt, willst du ihn nicht mit Sprint Hits noch weiter wegschlagen. Daher solltest du jetzt, wenn der Gegner wegrennt, W durchgehend gedrückt halten. So gibst du nur einen einzigen Sprint Hit und der Rest danach sind Sweep Hits, was dich den Gegner perfekt verfolgen lässt und gleichzeitig den meistmöglichen Schaden machen lässt, im Vergleich zu jemandem, der Sprint Hits gibt. Und zuletzt noch Grits. Diese Art macht 50% mehr Schaden als die anderen zwei Arten und ist daher auch sehr stark. Grits können jedoch nur ausgeführt werden, wenn du nach unten fällst. Dabei ist es jedoch egal, ob du hochspringst und dann fällst oder irgendwo runterläufst oder du in die Luft geschlagen wirst. Hauptsache, du fällst. Jedoch eine Sache musst du zudem noch dringend beachten. Wenn du fällst, darfst du hierbei kein W mehr drücken. Ansonsten wird es ein normaler Sprint-Hit und macht dann nicht 50% mehr Schaden. Und damit du dir das einfach merken kannst, der Crit geht ähnlich wie ein Sweep-Hit, nur musst du fallen während des Crits. Doch hier einmal die genaue 1:1 Anleitung für den Crit. Du springst hoch, Richtung des Gegners, lässt W los, dann schlägst du und dann drückst du wieder W und springst wieder hoch und wieder in die Richtung des Gegners. Und dann wiederholst du das Ganze einfach wieder von vorne. Und wenn du diese drei Basics einmal gelernt hast, wirst du den Vorteil gegenüber 80% aller Spieler erlangen. Und ich persönlich konnte damit eine 218er KD in 1.16 Skywars auf Gomme erreichen, indem ich einfach nur die Basics befolgt habe. Daher, mach ja schon mal die Basics. Und jetzt gebe ich dir noch drei extra Tipps, welche das Combo deutlich einfacher machen. Angefangen mit dem Timing von W drücken. Hierbei konzentrierst du dich darauf, dass du W loslässt, während du schlägst, so dass du gerade noch einen Sprint-Hit bekommst, jedoch fast gleichzeitig aufhörst zu sprinten. Und wie du siehst, klappt das eigentlich ganz gut als Hilfestellung. Als zweites musst du natürlich den Hit-Cooldown beachten. Viele Spieler verstehen es falsch, dass bei einer Combo das Schwert immer voll aufgeladen sein muss. Jedoch muss es nur zu ungefähr 80% aufgeladen sein. Jedoch, da viele Spieler das nicht gut einschätzen können, wo ungefähr 80% sind und dass das Ding sich so schnell auflädt, wenn man danach gucken will, hilft natürlich auch nicht. Da hier ein Geheimtrick, welches wahrscheinlich in keinem einzigen YouTube-Video auf der ganzen Welt erklärt wurde, durch das du das Timing richtig einfach lernen kannst. Denn jetzt lernst du das Timing, in dem du critten möchtest. Dabei nimmst du dir einen Zombie und springst hoch und crittest ihn. Genau der Abstand zwischen dem ersten Mal schlagen, auf den Boden ankommen, wieder hochspringen und dann wieder fallen und wieder schlagen, ist genau das perfekte Timing, was du auch in deiner Combo nutzen kannst. Da schlägst du einfach 10 Minuten einen Zombie durch und dabei wirst du automatisch auswendig lernen, in welchem Abstand du den Zombie schlagen musst, was du dann übertragen kannst in eine Combo, was dich dann viel besser kombon lassen wird und du dich jetzt viel besser auf die anderen Aspekte konzentrieren kannst, welche das Kombon betreffen. Und das ist das Stichwort für den letzten Trick. Denn hierbei geht es um den First Hit. Als ich angefangen hatte, PvP zu lernen damals, war ich immer extrem unzufrieden mit der Erklärung dazu. Denn niemand hatte es anständig und gut erklärt. Daher gebe ich dir jetzt die einfachste Antwort und gleichzeitig die einzige Antwort, die du jemals brauchen wirst. Also, den First Hit bekommst du, indem du den Gegner schlägst und er dich nicht. Hierbei gibt es extrem viele verschiedene Taktiken, den First zu bekommen, doch die wichtigste besteht hierbei im Movement. Das heißt, du versuchst, dass der Gegner daneben schlägt, du jedoch den Gegner schlägst. Das schaffst du am besten mit allen Tasten außer W. Du hältst W durchgehend gedrückt und drückst dann zum Beispiel erst A, dann nach einer bestimmten Zeit lässt du A los und gehst dann komplett auf D, während du immer noch W gedrückt hältst. Wenn der Gegner nun gedacht hat, dass du nach links läufst, weil du ja zuerst A gedrückt hast, hast du alles richtig gemacht.
denn durch diesen Richtungswechsel mit D wird er seinen Schlag verfehlen und du bekommst den First Hit. Genauso kannst du mit einem S-Tap seinen ersten Schlag ausweichen und dann mit W nach vorne und ihn dann kombon. Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass es seine Zeit dauern wird, es zu lernen. Daher ein guter Weg, es einfach zu lernen, ist, sich einen Kumpel ranzuholen, welcher sich kombon lässt, damit du nicht immer wieder den First Hit machen musst, um Kombos zu lernen. Und wenn du den First Hit lernen willst, dann holst du dir einen Kumpel ran, welcher sich gerade nicht kombon lassen möchte, damit du die First Hits lernst und den Übergang in eine Combo. Wichtig noch zu erwähnen ist, dass dein Freund niemals aus einer Combo rausgehen darf. Das heißt, während einer Combo sollte er nur W drücken und versuchen, dich zu schlagen. Mehr nicht. Und da alles weiter im Detail viel zu viel wäre für ein Video, wo ich mehrere PvP-Arten vorstellen will, habe ich dir den Discord von mir unten verlinkt. Und unter der Kategorie Onisword findest du wirklich jede Taktik, die es gibt, um First Hits zu lernen und jede Art von Combos, welche es überhaupt in Minecraft gibt. Okay, jetzt wo wir Combos fertig haben, kommen wir zu Axe & Shield. Und keine Sorge, wir kommen später auch noch zu weiteren Schwerttaktiken. Bei Axe & Shield wirst du lernen, wie man Axt spielt und wie man das Schild des Gegners richtig zerstört. Und genauso, wann es am besten ist zu blocken und wann am besten nicht. Und du lernst auch, wie du den Crossbow am besten verwendest. Doch fangen wir als erstes an mit der Axt. Das Wichtigste, was du hierbei lernen solltest, ist der Auto-Hit, welcher einfach nur beschreibt, dass du direkt nachdem dein Schild kaputt gegangen ist, du den Gegner zurückschlägst. Und zum Glück gibt es einen Trick, dass es automatisch passiert und du es nicht timen musst. Und zwar blockst du mit dem Schild und fängst jetzt deine Schlagtaste ganz oft hintereinander zu drücken. Und weil du nicht schlagen kannst, weil du ja dein Schild noch nutzt, musst du erst dein Schild runter machen oder der Gegner muss es erst zerbrechen. Was bedeutet, sobald der Gegner dein Schild zerbricht, wirst du ihn schlagen. Was ziemlich stark ist, weil dann dein Gegner seinen Schlag verwendet, um dein Schild kaputt zu machen und du direkt einen Schlag nutzt, um seine Herzen weniger zu machen. Was dich in den Vorteil bringt. Und wenn du deinen Gegner nerven willst, kannst du jetzt wegrennen, bis das Schild wieder voll aufgeladen ist und es dann einfach wieder machen. Doch wie du merkst, ist es ziemlich OP. Daher bringe ich dir direkt auch mal bei, was du dagegen machen kannst. Es nennt sich Backstab und anstatt dem Gegner sein Schild kaputt zu machen, springst du durch ihn durch und schlägst ihm in den Rücken, denn das Schild schützt nur nach vorne. Und wie du merkst, ist das ziemlich OP. Daher bringe ich dir auch direkt mal bei, was du dagegen machen kannst. Denn wenn du merkst, dass der Gegner einen Backstab machen willst, weil er gemerkt hat, dass du immer Auto blockst, musst du, wenn er hochspringt, ihn blocken und dann schlägst du ihn von dir weg, damit er seinen Backstab, wozu natürlich auch ein Schlag gehört, den er in dich machen wollte, auf jeden Fall verfehlt. Und zudem weißt du jetzt auch, weil er später geschlagen hat als du ihn, ist seine Axt dann auch später aufgeladen als deine. Daher ist es zu empfehlen, die Gegner direkt danach noch einmal zu schlagen. Aber nur, wenn die Situation es zulässt. Doch was machst du, wenn du weißt, dass dein Gegner auto-hittet, was bedeutet, dass du ihm sein Schild nicht zerstören kannst, du ihn aber auch nicht backsteppen kannst, denn damit wird er rechnen, weil du das schon mehrmals die Runde ohne Erfolg versucht hast. Aber du musst ihn ja auch angreifen, sonst wird das ja nie was mit dem Sieg. Doch welche Option bleibt dir nur übrig? Naja, dann läufst du mit W auf den Gegner zu, machst einen Shield Break mit Double Hit, was dazu führt, dass du sein Schild kaputt machst und ihm Knockback gibst. Danach drückst du direkt wieder S und dadurch wird dann das Schild des Gegners kaputt sein. Dein Auto-Hit geht ins Nichts und du kannst direkt wieder in ihn reinspringen und ihn hoffentlich töten. Doch auch wenn du jetzt weißt, wie du das Schild des Gegners in dem bestmöglichen Weg überhaupt zerstörst, bringe ich dir jetzt noch ein paar unbekannte Dinge bei, welche du dennoch beachten musst. Wenn du das Schild des Gegners zerstören willst, sollte deine Axt zu mindestens 10% aufgeladen sein. Sonst nehmen die meisten Server den Hit auf das Schild nicht an. Daher sagen auch viele Spieler, welche das nicht kennen, dass sie zum Beispiel in UAC das Schild nicht richtig zerstören können, obwohl sie doch mit der Axt darauf schlagen. Dennoch beachten sie nur, dass sie das Schild des Gegners gesehen haben und sie direkt auf die Axt wechseln und dann einfach reinschlagen und dann direkt wieder auf das Schwert gehen. Doch dabei beachten sie das natürlich nicht, denn dabei wird die Axt natürlich nicht zumindest 10% aufgeladen sein und daher wird das Schild des Gegners nicht zerbrochen werden. Daher, wenn du Probleme hattest mit dem Schild zerbrechen, sei es in UAC oder in Axe, dann weißt du jetzt, woran es liegt. Und jetzt, wo du weißt, wie du am besten das Schild zerbrichst, erkläre ich dir noch, wann es am besten ist, das Schild überhaupt zu verwenden. Die Grundregel hierbei ist, wenn der Gegner eine Axt in der Hand hat, nutzt du kein Schild. Doch zu jeder Regel gibt es natürlich eine Ausnahme. In Axe und Shield PvP benutzt du das Schild natürlich für Auto-Hits, wobei dein Schild natürlich kaputt geht und generell die Axt des Gegners zu blocken. Doch wenn der Spieler ein Schwertspieler ist, versuchst du nur das Schwert zu blocken oder voll aufgeladene Axt-Hit. Bei den Spam-Axt-Hits, wo der Gegner die Axt einfach nur reinspammt und wenig Schaden macht, aber dennoch dein Schild kaputt machen kann, nimmst du kurz das Schild runter und sobald er wieder auf das Schwert wechselt, weil er merkt, dass du dadurch, dass du dein Schild runtergenommen hast, er nicht so mit der Axt erreichen kann, wendest du dann wieder dein Schild, um weiterhin seine Schwert-Hits zu blocken. Was dir einen Vorteil an Herzen gibt und du dadurch auch einen Vorteil in dem ganzen Spiel entwickeln kannst. Und zuletzt noch, wann du den Crossbow am besten nutzt. Bei Axe und Shield PvP nutzt man den Crossbow sehr oft, direkt nach einem Hit, welchen man auf den Gegner gemacht hat, um zusätzlichen Schaden zu machen. Doch es gibt auch noch unbekannte Taktiken, welche gleichzeitig ziemlich OP sind. Zum Beispiel kennt ihr ja schon den Shield Break mit dem Double Tap. Hierzu könnt ihr genau das gleiche machen wie zuvor erklärt und danach direkt den Crossbow in den Gegner reinschießen. Was euch nicht nur einen Herzensvorteil gibt, sondern auch den Vorteil des Schildes gibt. Und zudem ist diese Taktik ziemlich sicher, denn selbst wenn der Gegner euch schlägt, könnt ihr diesen Schaden mit eurem Crossbow wieder ausgleichen, indem ihr direkt nachdem er euch geschlagen hat, ihn direkt abschießt. Und dann seid ihr immer noch im Vorteil, weil ihr habt beide ungefähr gleich viel Schaden bekommen und er hat aber kein Schild mehr. Du jedoch schon. Was ihr die
Möglichkeit gibt, direkt wieder mit einem Auto-Hit in ihn reinzuspringen und dir auch noch den Herzensvorteil zu sichern. Ach, und den Bogen solltest du nur in den seltensten Fällen verwenden, denn du startest mit sehr wenig Pfeilen. Was bedeutet, du hast nur eine limitierte Anzahl an Schaden, die du dem Gegner machen kannst, durch Ferngeschosse. Und da der Bogen deutlich weniger Schaden macht als der Crossbow, solltest du den Bogen nur verwenden, wenn du weißt, dass der Gegner wenig Leben hat und du den Crossbow verfehlt hast. Du aber weißt, mit einem oder zwei Bogenschüsse, welche du triffst, könntest du das Spiel beenden. Und wie du merkst, hat Axe & Shield PvP sehr viel mit Taktik zu tun. Und ich kann unmöglich jede einzelne Taktik in einem Video vorstellen. Daher, wie gesagt, unten auf dem Discord findet ihr auch alles zu Axe PvP. Doch jetzt wird es etwas schwerer, denn jetzt kommen wir zu UHC. Hierfür ist es am besten, wenn du schon einige Schwertkenntnisse hast und einige Axe-Kenntnisse. Denn das wird das Lernen von UHC deutlich einfacher machen und du kannst viel schnellere Ergebnisse erzielen. Dennoch musst du bedenken, dass UHC in Deutschland eines der schwersten Dinge ist, besser zu werden. Nicht, weil es der schwerste Modus ist, sondern einfach nur, weil sehr, sehr viele sehr, sehr guten UHC sind. Was bedeutet, im Verhältnis zu anderen Spielern wirst du am Anfang relativ kleine Erfolge erleben. Doch gerade die Beliebtheit von UHC in Deutschland führt wahrscheinlich dazu, dass du es hier auch lernen willst. Daher hier erstmal das, was du lernen wirst. Wir werden uns mit den Hauptwaffen beschäftigen, also mit dem Schwert und der Axt. Danach behandeln wir Secondaries und du wirst sogar lernen, wie du Obby-Traps und das Ganze sogar ressourcensparend in Skywars anwenden kannst. Und zuletzt werden wir den Bogen behandeln. Nachdem wir das alles fertig haben, werde ich dir sogar noch erklären, wann es am besten ist zu gappen und wann du es am besten nicht machen solltest und welche kleinen Tricks du hierbei verwenden kannst, um den Gegner auch zu verwirren. In UHC solltest du immer mehr mit dem Schwert spielen als mit der Axt. Wenn du die Axt schon gelernt hast durch Axe & Shield PvP, kannst du dich hierbei auch auf das Schwert konzentrieren und wirst daher schnelle Fortschritte erlangen. Und wenn ihr am Anfang bei Schwert PvP aufgepasst habt, wisst ihr, dass ich schon Kritz erzählt hatte und dass wir später zu weiteren Schwerttaktiken kommen werden. Der Grund, warum ich es nicht bei Schwert PvP erklärt habe, ist, weil es dort deutlich weniger relevant ist als in UHC. Und es nennt sich Crit Chains und ist eigentlich nur eine Combo, während man crittet. Jedoch sind diese Kombos deutlich schwerer als normale Kombos und halten auch nicht so lange wie normale Kombos. Daher ist es bei einem Modus, wo jeder nur ein Schwert hat und niemand aus Kombos gilt, eher unnötig. Doch da es in UHC ein Schild gibt, gibt dies dem Gegner auch die Möglichkeit, sehr leicht deine Kombo zu beenden, weil er einfach nur blocken muss, um deine Kombo zu beenden. Daher hast du, selbst wenn du das Schild deines Gegners zerbrichst, nur ein 5 Sekunden Zeitfenster, in dem du den meisten Schaden überhaupt machen musst. Und da ein Crit 50% mehr Schaden macht als ein normaler Hit, solltest du lieber Crit Chains verwenden als normale Kombos. Jedoch Crit Chains funktionieren anders als normale Kombos, denn hierbei versuchst du selten aus der Reichweite des Gegners rauszugehen und stattdessen versuchst du einfach nur um den Gegner herumzuspringen und zu hoffen, dass er dich nicht trifft. Das Gute hierbei ist, selbst wenn er dich trifft, wird er dich wahrscheinlich in der Luft treffen, was dazu führt, dass er dich nicht weit wegschlagen kann. Denn in der Luft bekommt man Knockback nur nach unten. Anders als wenn du auf dem Boden stehst, bekommst du nämlich nach oben. Was bedeutet, dass sich dein Gegner nie weit wegschlagen kann und wenn er selbst nicht auch crittet, wirst du pro Schlag 50% mehr Schaden machen als er und wirst dadurch den Kampf gewinnen. Vorausgesetzt, ihr startet mit der gleichen Anzahl von Herzen. Und jetzt kommen wir noch zu den wichtigsten Dingen bei der Axt. Die Axt macht in den meisten UHC-Kits pro Schlag ungefähr gleich viel Schaden als der Schlag von einem Schwert. Dennoch hat die Axt einen einzigen Vorteil, auch wenn der Schaden ungefähr gleich ist. Und zwar kannst du mit der Axt das Schild zerbrechen, sobald er es hochhält. Und da du nicht immer voraussehen kannst, wann er das Schild nutzen wird, du jedoch die Wahl zwischen dem Schwert und der Axt hast, solltest du immer lieber den Schlag mit der Axt machen als mit dem Schwert. Doch natürlich muss die Situation dafür stimmen, denn die Axt braucht natürlich länger zum Aufladen als das Schwert. Daher verwendest du die Axt niemals mitten in einem Nahkampf, weil du dann mehr Schaden nimmst, als du überhaupt austeilen kannst. Daher ist die beste Situation, um auf die Axt zu wechseln, immer die, in welcher man eine große Distanz zum Gegner hat oder wenn der Gegner wegrennt und sich erstmal nicht umdrehen wird. Und jetzt, wo wir damit fertig sind, kommen wir zu den Secondaries. Hierbei fangen wir mit den zwei wichtigsten Secondaries an, welche UHC ausmachen, und zwar Lava und Wasser. Wasser wird dazu verwendet, um dich zu löschen und Lava dazu, den Gegner anzuzünden. Doch es gibt verschiedene Arten, sich zu löschen und verschiedene Arten, den Gegner anzuzünden. Auch wenn es nur die Bodenlava gibt, wo du den Gegner über den Boden anzündest und die Wandlava, wo du den Gegner über die Wand anzündest und ebenso beim Wasser über den Boden löschen und über die Wand löschen, wird es ziemlich komplex, wenn man den Gegner ein Schild gibt und die Hauptwaffe hinzufügt. Denn jetzt musst du den Zeitpunkt, wo du den Gegner anzündest, timen, um den Schaden, aber gleichzeitig auch den Druck auf den Gegner zu maximieren. Da wir den Schaden maximieren wollen, sollten wir die Lava nicht defensiv spielen, sondern offensiv. Und das macht man, indem man einen Axtschlag auf den Gegner macht, dann direkt auf die Lava wechselt und in ihn rein platziert, was dazu führt, dass der Gegner sein Schild verliert und sich bald mit Wasser löschen muss. Sonst wird er zu viel Schaden bekommen, was dir eine Möglichkeit gibt, mit Schwertcrits noch mehr Schaden zu machen. Die defensive Spielweise macht natürlich weniger Schaden, jedoch übt sie deutlichen Druck auf den Gegner aus. Diese Variante spielst du wie, als würdest du einen First Hit machen wollen, mit W und dann S, und währenddessen platzierst du die Lava, anstatt den Gegner zu schlagen. Und weil du 4 Blöcke weit platzieren kannst, aber nur 3 Blöcke weit schlagen kannst, kannst du, wenn du alles perfekt machst, den Gegner immer anzünden, ohne Schaden zu erhalten, weil seine Reichweite auf dich nicht auslangen wird. Doch wenn du weißt, dass dein Gegner oft defensiv Lava platziert, kannst du, bevor er die Lava platziert, neben dich Wasser platzieren und dann wird seine Lava direkt zu Obsidian. Doch wenn wir mehrere Secondaries hinzufügen, wird es absolut komplex. Denn wenn wir zu der Taktik von vorhin mit dem Schlag und der offensiven Lava nun auch Spinnenweben und Blöcke hinzufügen, kann ein komplexer Angriff von vorhin noch viel komplexer werden.
Doch gehen wir es langsam durch. Du schlägst deinen Gegner bei dem ersten Aufeinandertreffen mit einem Axtcrit und zerstörst sein Schild oder landest Schaden. Im besten Fall zerstörst du sein Schild. Dann platzierst du kurz Lava in ihn und versuchst vorauszusehen, wann er Wasser in sich selbst platzieren will. In diesem Moment, wo er Wasser platziert, versuchst du einen Spinnweben in sein gerade platziertes Wasser. Dadurch verliert er sein Wasser und muss in sein Inventar, um ein neues Wasser zu holen, um sich aus den Spinnweben zu befreien. Dieses Zeitfenster kannst du nun beispielsweise nutzen, um Lava auf das Spinnweben drauf zu platzieren, ihn währenddessen mit Butterfly-Blöcken einzubauen und ihn danach mit zwei Lava oder einer Lava, je nachdem ob unten ein Block entstanden ist, zu Obby-trappen. Nun musst du nämlich nur noch die Stelle suchen, wo der Spieler herausguckt an dem Obsidian und dann schießt du ihn dort mit dem Bogen ab und dann wirst du ihn immer töten, bevor er sich freibauen kann mit der Spitzhacke. Und so hast du durch eine komplexe Abfolge von verwendeten Secondaries das Spiel gewonnen. Ziemlich schwer, ich weiß. Dennoch wollte ich euch damit zeigen, wie komplex es wird, wenn man von Axt in UAC übergeht. Denn auch dort wurden Taktiken verändert, welche in Axt und Shield deutlich einfacher waren. Denn wenn du dich noch an den Double Tap erinnerst, wo du das Schild zerstörst, wird dieser in UAC mit einem Spinnenweben unter dem Spieler erweitert, um ihm nicht nur sein Schild wegzunehmen, sondern auch gleichzeitig seine Fähigkeit zu laufen wegzunehmen. Und wenn du besonders gemein sein willst, kannst du hierbei deine Lava neben das Spinnenweben platzieren und dann oben das Spinnenweben mit einem leeren Eimer durchspammen, um ihn sofort das Wasser zu nehmen. Hierbei solltest du doch nicht auf einen Block aimen, sondern in die Luft, damit wenn das Wasser platziert wird, du es nicht wieder in ihn rein platzierst, sondern auf jeden Fall hast, wodurch er eine gewisse Zeit keine Chance hat, sich zu löschen oder zu befreien. Und wenn er sich nicht schnell genug löscht, weil er das Wasser nicht früh genug aus dem Inventar holt, würdest du in einer tödlichen Lava-Falle, die fast immer das Spiel entscheidet. Wie du merkst, ist Wasserklauen und Spinnenweben plus Lava obendrauf sehr wichtig in UAC. Doch auch das Wissen, dass du nun mehrere Optionen hast, das Schild des Gegners zu deaktivieren, ohne es zu zerbrechen, ist extrem wichtig in UAC. Denn mit Secondaries kannst du nun den Gegner dazu zwingen, das Schild herunterzunehmen, um sich beispielsweise löschen zu müssen oder Wasser zu platzieren, wenn man in einem Spinnenweben ist, was dir immer ein kleines Zeitfenster gibt, Schaden zu machen. Doch natürlich musst du in UAC auch die Fähigkeit haben, zu fliehen, falls der Gegner zu viel Schaden ausgeteilt hat. Hierbei verwendest du natürlich auch deine Secondaries. Das Beste, was du hier zu verwenden kannst, ist dein Web, denn damit kannst du den Gegner lange genug ausbremsen, um dich zu heilen. Doch falls du keine Webs mehr hast, kannst du auch Lava nutzen. Oder Wasser nutzen. Oder sogar Blöcke nutzen, auch wenn das sehr riskant sein kann bei guten Spielern mit relativ gutem Movement. Und jetzt kommen wir zu den zwei OP-Taktiken, welche relativ schnell zu lernen sind, dafür, dass sie oft das ganze Spiel entscheiden. Angefangen mit OP-Webs, welche einfach nur ein Web in den Kopf des Spielers sind, kannst du es schaffen, dass du den Spieler kampfunfähig machst, was dazu führt, dass er Wasser platzieren muss. Und seit der 1.9 ist es so, dass Wasser in einem Spinnenweben in die entgegengesetzte Blickrichtung platziert wird. Daher achtest du darauf, in welche Richtung der Gegner guckt und platzierst in die entgegengesetzte Richtung einen Block oder ein Spinnenweben. Andererseits kannst du ihn auch komplett einbauen, was ihm nur die Möglichkeit gibt, das Spinnenweben abzubauen. Doch da er in der Luft ist, wird es sehr lange dauern, was es dir ermöglicht, ihn sehr viele Herzen abzuziehen oder ihn sogar zu töten. Und nun kommen wir zu den Obby-Traps, da es seit Beginn von UAC ein Grundbestandteil war. In der 1.8 langt ein Obby-Trap auf den Körper des Spielers, jedoch führt es in der 1.9-Version dazu, dass sich der Spieler einfach nur duckt, da die Crouch-Funktion hinzugefügt wurde. Das heißt, der einzige Weg ist, einen Block in die Füße des Spielers vorher zu platzieren und danach erst in seinen Körper. Das Ganze schaffst du ganz leicht mit zwei Lavas und einem Wassereimer. Doch hierbei ist es wichtig, dass du zuerst die Lava in die Füße des Gegners platzierst und dann erst in seinen Körper, da es andersrum unmöglich ist, den Spieler zu Obby-trappen. Jedoch wenn du es schaffst, ist es eine der tödlichsten Fallen in ganz Minecraft und nur in den seltensten Fällen schaffen es Spieler dort lebend raus. Und jetzt, wo wir das Wichtigste bei den Secondaries haben, zeige ich dir noch, wie du den Obby-trap auf fast allen Skywars Maps vereinfachen kannst. Da das Gommel-Team zu Release von 1.16 Skywars möglichst viele neue Blöcke der 1.16 in die Maps verbauen wollte, ist auf allen Maps, welche seit Release da sind, irgendwo ein Concrete-Block. Jedoch geht es auch mit Gravel oder Sand. Hauptsache der Block fällt nach unten, nachdem er platziert wurde. Hierdurch kannst du dir jetzt nämlich eine Lava sparen und selbst Leute Obby-trappen, wenn du nur eine Lava hast. Zudem sieht die Art dieses Obby-traps deutlich cooler aus und geht zudem auch deutlich schneller, da du den Gegner nicht vollständig einbauen musst. Doch gehen wir es langsam durch, wie du diesen Obby-trap machst. Erst platzierst du den fallenden Block über den Spieler, dann baust du einen Block an jede Seite neben seines Körpers, dann springst du hoch und setzt Lava in seinen Körper, dann Wasser über die Lava und dann ein Block obendrauf und schon hast du ihn geobby-trapped. Bedenke, dass diese Taktik noch sehr unbekannt ist, da ich sie noch nie irgendwo erwähnt hatte und daher wirklich ein Game-Changer sein könnte, wenn du sie lernst. Und jetzt, wo wir auch den schnellsten Obby-Trap überhaupt gezeigt haben, kommen wir noch zu den Ferngeschossen. Hierbei nehmen wir das normale UAC-Kit, um den Bogen und den Crossbow in UAC zu erklären. Doch zuerst den Bogen. Den Bogen nutzt man hauptsächlich nur für zwei Dinge in UAC. Einmal, um den Gegner Chip-Damage zu machen, was bedeutet, dass man immer wieder ein wenig Schaden mit dem Bogen macht während des Matches, um am Ende mehr Gaps zu haben als der Gegner und dann darüber zu gewinnen. Oder beim Fliehen den Gegner Knockback zu geben, um Distanz zwischen dem Gegner und dir aufzubauen, damit du dann entspannter gappen kannst. Die gleichen zwei Dinge treffen auch auf den Crossbow zu. Und wie du diesen verwendest, weißt du ja hauptsächlich schon aus
Axe und Shield PvP. Jedoch kommt bei dem UAC-Kit eine Besonderheit hinzu, denn hierbei geht der Cosmo durch das Schild durch, was weitere Taktiken offen hält. Denn nun kannst du in manchen Situationen, auch wenn er durchgehend mit dem Schildblock, ihm trotzdem Knockback geben, was in manchen Situationen sehr viel Druck auf den Gegner ausüben kann und sogar über das Spiel entscheiden kann. Und jetzt, wo wir damit fertig sind, kommen wir zu dem Gappen. Hierbei gucken wir uns das Bild UAC-Kit an, um Heads und normale Gaps zu unterscheiden. Normale Gaps heilen 2 Herzen und geben 2 extra Herzen. Hingegen Heads heilen 4 Herzen und geben 2 extra Herzen. Der Name Heads kommt daher, dass man diese Art von goldenen Apfel in einem echten UAC nur dadurch bekommt, wenn man einen Spieler getötet hat und dann seinen Kopf bekommt, auf Englisch Head. Daher verwendest du, wenn du noch wenige Herzen hast, immer den Head und wenn du noch fast voll bist, die normalen Gaps. Natürlich sollte das Pre-Gappen auch mit einem normalen Gap gemacht werden. Doch fangen wir mit den Grundprinzipien an. In 1.19 UAC ist das Pre-Gappen, wenn du viele Gaps hast, fast immer schlau, da du oft in 1.19 UAC weniger leicht aus Kämpfen rauskommst als in 1.8 UAC. Daher solltest du besser Pre-Gappen, damit der Gegner dich nicht direkt am Anfang Trick-Droppen kann. Und jetzt dazu, wann du am besten gappst. Wenn du nur 2 Herzen verloren hast, jedoch du eine Situation hast, wo du weit entfernt bist von deinem Gegner, lohnt es sich schon, einen normalen Gap zu essen. Und wenn du 4 Herzen verloren hast, lohnt es sich auch schon, zu headen. Es ist wichtig, sich das zu merken, denn viele schlechte Spieler unterschätzen es, wann sie gappen müssen und gappen dann einfach zu spät und verlieren deswegen. Bei Kits, wo es keine Heads gibt, kann es sich dann sogar manchmal lohnen, wenn man sehr wenig Herzen hat, mehrmals zu gappen und auf die extra Herzen zu verzichten. Doch wenn man sich sicher ist, dass man leicht nochmal wegkommen kann, weil der Gegner nicht so gut ist, kann man auch immer gappen, dann zu dem Gegner gehen, ihm Schaden zu führen, bis du die extra Herzen verloren hast in dem Kampf, dann wieder wegzulaufen, dann wieder zu gappen. Dadurch kannst du deinen Nachteil wieder ausbauen, dennoch ist diese Taktik sehr riskant, weil der Gegner dir leicht mehr Herzen ziehen kann als 2. Und jetzt, wo wir auch das Gappen fertig haben, kommen wir noch zu den Geheimtipps. Und zwar kommen wir jetzt zu den Strategien, welche nur die guten UAC-Spieler anwenden und fast niemand davon weiß. Denn jetzt, wo du alle Dinge ein wenig kombiniert gelernt hast, kommen wir jetzt noch zu den Arten, wie du spielen kannst, welche alle Items von UAC kombinieren und dann kommen wir sogar noch zu einigen Geheimtipps. Fangen wir mit dem ersten Geheimtipp an, welcher mir sehr stark geholfen hat am Anfang. Hierbei gehst du hin und schlägst auf den Gegner und gleichzeitig drückst du die Block-Taste, während du einen Schild in der Offhand hast. Was dazu führt, dass du den Gegner Schaden machst, du selbst aber kurz nachdem du ihm Schaden gemacht hast, nicht mehr gehittet werden kannst. Das, wenn du es perfekt timest, du den Gegner töten kannst, ohne dass er dir ein einziges Mal Schaden gemacht hat. Kommen wir jetzt noch zu einer sehr unbekannten Taktik, welche jedoch von vielen sehr guten UAC-Spielern angewandt wird. Und zwar sich ein Spielfeld aufbauen, was einfach nur bedeutet, dass du Unebenheiten in der Map platzierst mit deinen Blöcken. Und wie ich dir bei Axe und Shield PvP hierbei schon verdeutlicht habe, dass du nur fallen musst, um einen Crit zu machen, kannst du diese Blöcke nun teilweise im Kampf nutzen, um den Gegner leicht Crits zu geben. Wovon der Gegner vielleicht nichts mehr mitbekommt, da du ja nur von einem Block runterläufst. Und die letzte Taktik setzt die Situation voraus, dass du kein Schild hast. Denn nun kannst du sogar Blöcke als Schildersatz verwenden, welche sehr stark sind, weil sie, wenn sie perfekt genutzt werden, genauso gut wie ein Schild sein können, jedoch niemals mit einer Axt zerschlagen werden können. Jedoch ist dies natürlich schwerer zu lernen als das Schild und daher können es nur die wenigsten. Und um es zu meistern, braucht man sehr starkes Movement und gutes Aiming, um die Blöcke perfekt zu platzieren. Jedoch jetzt, wo wir das alles fertig haben und sogar die Geheimtaktiken und Tipps der UAC Elite besprochen haben, kommen wir jetzt zu Crystal PvP. Der Modus, welcher zwar der schwerste Modus ist zu meistern, jedoch brauchst du gegen deutsche Spieler nur ein wenig Skill und du kannst 99% aller deutschen Spieler sehr leicht töten. Einfach nur, weil fast niemand es gut kann. Doch kommen wir erst dazu, wie Crystals überhaupt Schaden machen können. Crystals machen Schaden zur Seite und nach oben hin. Daher müssen die Füße eines Spielers mindestens an der Seite eines Crystals sein, um Schaden zu machen. Und damit die Füße neben dem Crystal sind, wenn er explodiert, musst du den Spieler erst hochschlagen, dann ein Obsidian platzieren, dann darauf ein Crystal platzieren und dann zerschlägst du diesen. Und für den maximalen Schaden möchtest du hierbei noch hingehen und direkt nach dem ersten Crystal weitere Crystals spammen. Und das machst du, indem du platzierst und zerstörst, immer im richtigen Zeitpunkt. Und dafür gibt es eigentlich einen einfachen Trick. Und zwar zerstörst du den Crystal und während du den Finger hochhebst, drückst du auf der anderen Taste drauf, um wieder ein Crystal zu platzieren. Und dann hilfst du diesen Finger wieder hoch und lässt den anderen wieder fallen. Und wie du siehst, sieht das ungefähr so aus. Und es ist praktisch wie Butterfly auf einer Taste, Butterfly auf 2 Tasten und nennt sich Double Tap, falls du es mal googeln willst. Und umso besser du darin bist, desto schneller wirst du. Was dann dazu führt, dass in der kurzen Zeit, wo der Gegner in der Luft ist, du mehr Schaden machen kannst. Und besonders wenn der Gegner an der Wand ist, kannst du so lange durchbleiben, bis er sich wegpearlt, da er immer wieder in dein Crystal reinfallen wird. Und jetzt kommen wir noch zu dem Butterfly, welcher nichts mit Butterflyen auf der Maus zu tun hat, was du wahrscheinlich schon kennst, sondern vielmehr eine Art Combo ist, nur mit Crystals. Denn nun platzierst du immer erneut den Obsidian, nachdem du gecrystalt hast, was es dir ermöglicht, den Gegner mit Crystals zu verfolgen und jeder Crystal immer nah bei dem Gegner explodiert, was mehr Schaden macht an dem Gegner als weit entfernte Double Taps, welche meistens nur noch 0,5 bis 1 Herz Schaden machen. Eine weitere Taktik ist es, sich darauf zu fokussieren, den Gegner in einen Crystal hineinzuschlagen, wofür ihr den Crystal hinter dem Gegner platzieren wollt. Und durch das Knockback, was ihr ihm davor gegeben habt, fliegt er genau in den Crystal hinein.
was dazu führt, dass der Crystal den meisten Schaden überhaupt macht. Und bevor wir zu Gameplay-Tipps kommen, solltest du noch wissen, wie man sich gegen Double Traps verteidigen kann. Denn nur zwei perfekte Crystals können dich direkt töten. Was bedeutet, am besten überlebst du, indem du deine Totems in zwei Hände gleichzeitig nimmst. Denn dann kannst du den Schaden auf jeden Fall aushalten und dich danach sicher wegrollen. Wenn die Situation es zulässt, kannst du dich natürlich auch schon vorher wegrollen. Jedoch ist das sehr riskant, denn der Gegner kann dich wie gesagt mit zwei Crystals schon töten. Und die Enderperle kann dabei zu lange brauchen, um auf den Boden anzukommen. Doch kommen wir jetzt zu dem Gameplay-Part. Wenn ich meine 200er Windstreaks auf Timolia mit dem Crystal-Kit mache, muss ich immer zwei Dinge beachten. Der erste Punkt ist, wenn mein Half-Life durch ein Crystal des Gegners ist, dich unbedingt wegzupollen und zu gappen. Was oft dazu führt, dass wenn der Gegner nicht gappt, du sein Totem früher zerstören kannst, als er deins. Und selbst wenn er durchgappt, habt ihr danach wieder einen ausgeglichenen Kampf und jeder hat volle Herzen. Und wenn der Gegner gappt, kannst du auch hingehen und versuchen, immer ein bis dreimal mehr zu gappen, als der Gegner gappt, weil du dadurch mehr Saturation bekommst, was dir einen Vorteil gegenüber deinen Gegner bringen kann, weil du einfach länger regenerieren wirst. Und da goldene Äpfel nie leer gehen, bei Crystal kannst du es auch ohne Bedenken machen. Und der zweite wichtigste Punkt ist, dass wenn der Gegner Obsidian pre-placed, aufzupassen, dass er nicht unnötig dort reinläuft. Denn diese Taktik verwenden sehr viele Noobs, weil diese nun einfach nur noch Crystals oben drauf spammen müssen, sobald sie dich hochgeschlagen haben und so einen sehr leichten Sieg machen können. Daher möchtest du hierbei einen Obsidian-Block oben auf ihren Obsidian-Block platzieren und sie direkt danach pushen, was dazu führt, dass diese erst wieder einen Obsidian-Block platzieren müssen, um Schaden zu machen. Du jedoch beides in einem machen kannst, was dir den Vorteil gibt und du daher schneller Schaden machen kannst in diesem Kampf und daher auch immer den Kampf gewinnst. Und um mehr für Verwirrung zu sorgen, kannst du hierbei auch mit Pfeilen auf den Crystal schießen und dadurch, dass der Pfeil ein Entity ist, kann dort auch kein Block mehr platziert werden, was den Gegner noch mehr verwirrt und er mehrmals versuchen wird, einen Crystal auf den Obsidian-Block zu platzieren, der er denkt, er würde einfach nicht richtig aimen, was dir nun viel mehr Zeit gibt, den Gegner zu töten. Und jetzt kommen wir noch zu den kleineren Tipps, welche dennoch sehr stark sein können, wenn sie richtig angewandt werden. Vielleicht weißt du noch, als ich dir gesagt hatte, dass wenn man den Gegner geschlagen hat, man Knockback nach unten bekommt, anstatt nach oben. Und wie du weißt, ist Knockback extremst entscheidend in Crystal PvP, was dazu führt, dass der Gegner dich sehr schwer crystallen kann, wenn du kurz vor seinem Hit nach oben springst, da du dann nach unten fallen wirst und nicht nach oben. Zudem, die XP-Flaschen sind immer dafür da, um deine Rüstung zu reparieren. Doch wenn deine Rüstung nun ungleich viel Schaden genommen hat, kannst du, wenn dein Gegner weit entfernt ist, die Rüstung mit viel Haltbarkeit ausziehen, um die Rüstung mit wenig Haltbarkeit schneller zu reparieren. Noch ein weiterer Tipp ist, dass du mit Obsidian den Schaden von einem Crystal verhindern kannst. Was du entweder machst, wenn der Gegner unter dir ein Crystal platzierst, weil du höher bist als dein Gegner, oder während du gerade gedoubletappt wirst, um weitere Doubletaps zu verhindern. Was du auch noch beachten solltest ist, wenn der Gegner von dir an der Wand hochgedoubletappt wird, kannst du an der Wand mit einem Obsidian und einem Crystal mehr Schaden machen, da dann der Crystal näher an dem Gegner sein wird. Und der letzte kleine Tipp ist, wenn jemand die ganze Zeit hochspringt, damit du ihn nicht crystallen kannst, ist der beste Weg zu warten, bis er wieder unten auf dem Boden ankommt und ihn direkt danach wieder hoch zu hitten, was dazu führt, dass du einen längeren Zeitraum hast, um den Gegner trotzdem noch zu crystallen. Jetzt behandeln wir noch kurz Anchors. Diese sind nämlich ziemlich leicht zu verstehen, denn hierbei versuchst du einfach deine Combo mit Anchors zu starten. Also platzierst du einfach einen Anchor und dann double tapst du ihn weg mit Crystal, was fast immer tödlich ist. Ach, und nachdem dein Totem kaputt geht, werden alle Effekte immer entfernt. Daher musst du nach jedem Totem erneut deine Tränke nutzen oder den Gegner erneut abschießen, wenn sein Totem kaputt gegangen ist. Und das ist nicht nur wichtig in Crystal PvP, sondern auch in Pod PvP. Und Pod PvP ist zum Beispiel sehr wichtig zu lernen, weil du dort perfektes Aiming lernen wirst, gegen Netherite-Spieler spielen lernst und gleichzeitig lernst du, wie du am besten Tränke wirst, was alles Eigenschaften sind, welche sehr wichtig sind, um einer der besten SW-Spieler zu werden. Zudem lernt es fast niemand in Deutschland, was es, wenn du dies meisterst, dich besser macht als 90% aller Deutschen. Spieler. Doch fangen wir zuerst an mit, wie pottest du eigentlich am besten? Den meisten Effekt bekommst du, wenn du nach oben pottest. Jedoch ist das nur möglich, wenn der Gegner weit entfernt ist, der dich sonst rausschlagen wird und du deine Pots verschwenden wirst. Daher ist die bessere Alternative dazu, die Tränke gerade auf den Boden zu werfen, was dir immer noch das meiste des Effektes gibt, was gleichzeitig viel sicherer ist, weil der Gegner dich nicht rausschlagen kann und zudem auch schneller ist. Und bei Kombos musst du hierbei beachten, dass aufgrund der Netherite-Rüstung fallen eigentlich alle Combo-Arten weg, außer diese zwei. Die erste Art ist Kombos mit S-Tap, wo du nach jedem Hit aus der Range des Gegners rausgehst und zu Hits landest, ohne dass der Gegner dich zurücksteckt, was dir den Lebensvorteil gibt. Und die zweite Art sind Grid-Chains, wo du darauf hoffst, dass der Gegner veraimt, weil du zu gutes Movement für ihn hast. Beide dieser Taktiken können angewandt werden, jedoch gegen gute Spieler wird es schwer, sie lange zu kombonen. Was bedeutet, wenn der Gegner dich durchgehend trifft, kannst du aber auch Grids traden, was bedeutet, dass ihr euch gegenseitig schlagt, sodass ihr versucht, beide so wenig Knockback wie möglich zu bekommen. Doch nur Netherite-Rüstung zu tragen, langt nicht für gar kein Knockback mehr. Daher solltest du jetzt dazu noch Jump resetten, was eigentlich ziemlich einfach ist, denn hierbei musst du einfach nur immer eine Leertaste drücken, sobald dich der Gegner schlägt. Und dann drückst du nur noch durchgehend W, um in seine Richtung zu laufen. Dadurch bekommst du fast gar kein Knockback mehr, wie du hier siehst.
Damit du es kannst, benötigst du eine kurze Übungszeit. Jedoch wenn du es einmal kannst, ist es das einfachste überhaupt und gleichzeitig ist es unglaublich stark. Nun zu Enderperlen. Enderperlen solltest du hierbei immer nutzen, wenn du low bist. Denn wenn du sie nicht nutzt, der Gegner aufgrund deines geringen Knockbacks wegen deiner Netherite-Rüstung dich immer weiterhin schlagen kann, auch wenn du wegsprintest. Daher solltest du immer erst wegpollen und danach gappen. Und beim Gappen solltest du natürlich auch wieder darauf aufpassen, dass auch nachdem deine Herzen voll sind, du auch deine Saturation voll machst. Denn dies kann auch wieder einen kleinen Vorteil bringen, welcher über das ganze Spiel entscheiden kann. Und wie du merkst, braucht man für alles hier sehr gutes Aiming. Doch was machst du eigentlich, wenn dein Aiming schlecht ist? Naja, dann könnte man denken, man trainiert ein wenig mit dem Aim-Trainer. Jedoch ist das der völlig falsche Ansatz. Der beste Weg ist nämlich, in Minecraft selbst zu trainieren und einfach immer und immer wieder zu spielen, egal ob man gewinnt oder verliert. Hauptsache, man trifft den Gegner. Denn es gibt tatsächlich keine 1:1 Aim-Trainer, welche auf das Spiel Minecraft angepasst sind, was bedeutet, dass deine Mausempfindlichkeit immer anders sein wird als im eigentlichen Spiel. Was bei mir sogar einmal so war, obwohl der Aim-Trainer für Minecraft sein sollte. Daher trainiert euer Aim immer in Minecraft selbst. Und jetzt, wo wir das Kit auch fertig haben, noch ein paar kurze Tipps zum Bogenkit. Bei dem Bogen gibt es nur zwei verschiedene Arten, welche du auf jeden Fall kennen solltest und lernen solltest, auch für Kits wie UAC oder andere Modis, welche auch einen Bogen besitzen. Die erste Art kennt jeder und hierbei handelt es sich um den komplett aufgeladenen Bogen, wo du immer nur schießt, wenn du voll aufgeladen hast. Bei voll aufgeladenen Schüssen ist es zu empfehlen, sich hinter Blöcken zu verstecken und dahinter zu sneaken. Während du hochspringst, entsneakst du und schießt. Direkt nachdem du geschossen hast, sneakst du wieder und fällst hinter deine Blöcke und lädst dann wieder den Bogen auf. Jedoch gibt es auch andere Varianten, wodurch du vielleicht insgesamt mehr Schaden machst, als der Gegner dir. Spambau-Shots sind die Schüsse, wo du den Bogen niemals voll auflädst. Der große Unterschied hierbei ist, dass es dem Gegner deutlich schwerer ist, dich zu treffen. Denn dies verwendest du am besten auf kurze Distanz, um schusssicher zu sein und du versuchst direkt nach dem Schuss den Gegner auszuweichen, um ihm Schaden zu machen, er dir aber nicht. Jedoch deine Follow-Up-Schüsse musst du je nachdem timen, ob du Punch 1, 2 oder gar keinen Punch auf dem Bogen hast. Es gibt aber auch zwei unbekannte Tricks, welche du auf jeden Fall kennen solltest. Bei dem ersten lädst du den Bogen komplett auf und schießt ihn in den Gegner rein und direkt danach machst du noch einen Spam-Schuss in ihn rein. Dies funktioniert zwar nur auf kurze Distanz, jedoch macht es dadurch zusätzlichen Schaden und kostet fast keine extra Zeit. Und das letzte, was du noch kennen solltest, ist der Bauboost. Jedoch ab Power 2 auf dem Bogen oder schlechterer Rüstung als Eisenrüstung sollte man diesen nicht mehr verwenden. Du schießt hierbei in die Luft und versuchst dich mit dem Pfeil selber zu treffen, indem du dann hineinläufst. Das kannst du verwenden, um entweder Distanz zum Gegner schneller zu überwinden oder dein Movement dem Gegner gegenüber unvorhersehbarer zu machen. Und wenn du bis hierhin geguckt hast, kommen wir noch ganz kurz zu den besten Settings für PvP. Damit es auch das einzige Video zu dem Thema ist, was du jemals gucken musst. Also zuerst gehst du in die Optionen und dann Accessibility Settings. Und dann machst du FOV-Effekte aus. Das macht, dass dein FOV immer gleich groß bleibt, was dich besser kombinieren lässt in 1.9 plus PvP. Und wenn du mit einem kleinen spielst, musst du es wahrscheinlich dort ändern. Dann machst du ein wenig darüber noch Auto-Jump aus und dann machst du auch noch Toggle Sprint an, was dazu führt, dass du immer sprintest. Und dein FOV solltest du am besten auf etwas zwischen 85 und 95 ändern. Ich persönlich nutze einen 87. FOV. Und dann gehst du noch in die Steuerungseinstellungen und stellst dort Raw Input auf an. So, und das war's jetzt mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da. Und wenn du schon ein Abo da gelassen hast, dann guck doch gerne bei mir auf Twitch vorbei. Link in der Videobeschreibung. Wenn du beides schon erledigt hast, dann ist hier neben mir jetzt ein ähnliches Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!